Okay, dann sage ich mal herzlich willkommen zum heutigen Blockchain-Webinar. Ja, ihr habt es gerade schon ein paar Mal gesehen, die bekannte Bali-Bambus-Leitung ist mal wieder hier am Start. Ab und zu kann es zu kleinen Internetproblemen kommen. Dann schreibt mir bitte einmal mal direkt in den Chat rein, wenn irgendwas hakt. Und dann kann ich das natürlich auch direkt dann beheben. Ich sehe jetzt gerade, jetzt hakt auch schon wieder gerade alles. Das ist Mist. Ich muss, glaube ich, mal ein anderes Internet einloggen. Ich probiere mal einmal kurz das andere Internet. So, kurzes Feedback eurerseits. Ist es jetzt besser? Ja, ich sehe auf jeden Fall, dass es, ja, das läuft auf jeden Fall ein bisschen flüssiger, so wie ich das sehe. Okay. Tippitopp, tipptopp, top, sehr gut, genau. Gebt immer gerne zwischendurch Feedback, wenn irgendwas ist. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann will ich euch jetzt heute erstmal hier, wie gesagt, zum Blockchain-Webinar begrüßen. Ja, 11 Uhr morgens und es nimmt sich so viele Menschen hier Zeit. Richtig gut. Das zeigt, ihr investiert etwas, ja? Was investiert ihr? Ihr investiert dementsprechend eure Zeit, um euch weiterzubilden, um Informationen zu erhalten, die euch gegebenenfalls ja, im Leben oder vor allen Dingen natürlich auch finanziell enorm, enorm voranbringen. Und ich habe es auch schon heute in der Instagram-Story gesagt, ich habe es vor 2 Jahren so erlebt, dass, ja, ich kann euch ganz offen und ehrlich erzählen, wie die Story war. Mir ist jemand 4 Wochen lang, ja, über Social Media auf die Nerven gegangen, ja, hat gesagt, Alter, Blockchain, das ist die Zukunft, komm hier auf ein Webinar, hör dir das an. Ich dachte, Alter, was bist du für ein Spinner, lass mich in Ruhe, ich habe da keine Lust zu. Hab ihn immer abgeblockt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, weißt du was, wir beide, wir machen jetzt einen Deal, ja, du hörst auf mich zu nerven und ich gehe auf das Webinar. Und dann sagte er, okay, pass auf, das ist ein Deal. Ich aufs Webinar gegangen und ich sage euch ehrlich, was habe ich verstanden? Vielleicht 10%. Ich habe irgendwo verstanden, aber pass auf, da geht es irgendwo ein bisschen um Bitcoin. Aha, ja, Kryptowährungen, ja, okay, Mensch, und da scheinen irgendwelche Leute Ahnung davon zu haben. Okay, gehe ich mal ein bisschen tiefer ins Detail rein. Und das war eben der ausschlaggebende Punkt, weil ich mir habe mir gesagt, wenn nur 10% von dem stimmen, was der mir da jetzt gerade erzählt, dann kann das mein Leben komplett verändern, ja. Und es ist die größte Chance, ja, da habe ich auch direkt ein YouTube-Video damals gemacht, die größte Chance in diesem Jahrzehnt. Und ich sage heute, zu dem Zeitpunkt, ja, von 2 Jahren, es war nicht die größte Chance des Jahrzehnts, es ist immer noch die größte Chance dieses Jahrhunderts, weil die Blockchain-Technologie ist eine Revolution, das werdet ihr heute sehen, die ähnlich zu vergleichen ist mit der Einführung der Dampflok, mit der Dampfmaschine, ja, dass dementsprechend sich darauf eine Industrie aufgebaut hat, ja, Autoindustrie, alles andere, ja, und genau so wird letztendlich auch die Blockchain-Technologie, genau wie die Internet. Die Internet-Technologie hat unser Leben auch komplett verändert. Sag doch mal zu jemand, der irgendwo vor 30, 40 Jahren lebt, ja, stell mal vor, du nimmst jetzt dein Handy in die Hand und du rufst jemanden in Südamerika an und du siehst sein Gesicht. Der lacht dich ja komplett aus, wenn du den 1980 das erzählt hättest. Der lacht dich ja, Alter, wo lebst du? Bist du hier irgendwo von Aliens entführt worden? So, ja, ein paar Jahre später ist das Ganze Realität und ihr werdet heute Dinge erfahren, wo der ein oder andere auch denkt, Alter, das betrifft mich nicht. Ey, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist noch viel zu weit weg. Ja, ein weiteres Beispiel. Stell mal vor 3 oder, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es jetzt ist. Vor 3 Jahren hätte euch einer gesagt, so, ja, wenn du irgendwo öffentlich hingehst, dann musst du eine Maske tragen. Hätte ihn gesagt, Alter, willst du zum Fasching gehen oder Operationssaal? Was ist verkehrt mit dir? Ja, heute komplette Realität. Da seht ihr mal, wie schnell sich Wahrnehmungen verändern können durch weltweite Geschehnisse. Ja, und genauso ist es eben auch mit diesem Thema. Aber ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, um euch wirklich von vornherein abzuholen. Ja? Was dazu möglich ist, vielleicht für die einen oder anderen, die mich noch nicht kennen. Ich habe jetzt auch privat hier eine Frage bekommen, dass ich mich noch mal kurz vorstellen soll. Also, die meisten von euch kennen mich, ich will jetzt gar nicht zu groß ins Detail gehen. Wie gesagt, vor 2 Jahren hat mich jemand aufmerksam gemacht. Da war ich 2 Jahre jünger als jetzt. Also war ich in dem Fall 26 noch. Jetzt bin ich 29, aber erst weil ich vor ein paar Tagen 29 geworden bin. Und da habe ich dann letztendlich, ja, wie soll ich sagen, ich war jetzt nicht sonderlich finanziell gut aufgestellt. Ich hatte 5.000 Euro beiseite. Ja, geht wahrscheinlich dem einen oder anderen ja auch so, der hat gerade mal ein paar tausend Euro, vielleicht der eine oder andere hat sogar nur ein paar hundert Euro beiseite. Es waren keine großen Ersparnisse da. Ich komme auch nicht aus einer reichen Familie. Meine Mutti musste immer 3 Jobs machen, mein Vater hart arbeiten gehen. So, Geld war immer irgendwo ein Mangel. So, und dann habe ich
wie gesagt, diese Chance bekommen, habe es genutzt, habe im zweiten Monat das erste Mal in meinem Leben über 10.000 Euro verdient. Nach 6 Monaten war ich in der Position, über 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Habe das eben wirklich zu 95% schlau in diesen Markt investiert, ja, und konnte so mit einigen Investments zigtausende Prozent machen. Und genau das hat mir eben die finanzielle Freiheit gegeben. Und ja, jetzt bin ich eben in der Position, auch eben mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrungen zu teilen und eben Chancen zu bieten. Und zu Chancen kann man immer ganz klar sagen, Chancen kommen und Chancen gehen. Ja, der Chance ist es völlig egal, ob du die Chance nutzt. Ja, deswegen kann ich immer nur sagen, ich biete dir eine Möglichkeit, was du letztendlich aus den Informationen machst, die du heute erhältst. Das ist komplett dir überlassen. Okay, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen ins Detail gehen. Jetzt wollen wir ein bisschen reingehen in die Präsentation. Ich habe ein bisschen was für euch vorbereitet. Zwischenzeitlich muss ich immer noch mal ein paar Leute einlassen. Ich habe die Zoom-Einstellung noch nicht optimiert, dass das jemand für mich übernehmen kann. Deswegen muss ich das immer zwischenzeitlich ein bisschen klicken. Aber auch kein Problem. Okay. Jetzt ist es aber doch teilweise anstrengend, wenn ich die ganze Zeit hier auf Zulassen klicken muss. Aber gut, kriegen wir hin. So, wir starten erstmal hiermit. Ja? Und da habe ich mir ganz einfach mal die Frage gestellt, was ist denn mit dem Finanzsystem? Ja? Finanzsystem am Ende. Einfach mal bei Google eingegeben. Ganz simpel, ganz simpel. So, und was steht hier? Erste Frage, wann kollabiert das Finanzsystem? Spätestens im Jahr 2023 dürfte das weltweite Finanzsystem kollabieren. So. Das ist so die erste Aussage. Denkt man sich schon, okay, spätestens 2023, ach, jetzt wird hier gemalt, das muss ich natürlich auch noch ausstellen. Mann, Mann, Mann. So, ich kann es ausstellen, ihr könnt es auch einfach sein lassen. Ist einfach. Ist viel einfacher. So, dann gehen wir wieder rein. So, dann können wir dementsprechend, warum geht es den Banken so schlecht? Ja? Bedrohte Banken haben fast 630 Milliarden Euro an Krediten vergeben und der Teil verfällt eben in Insolvenzmasse. Sprich, Banken haben Kredite ausgeschüttet, Kredite ausgeschüttet, Kredite ausgeschüttet, aber können diese Kredite nicht rein. Wir haben da draußen am Markt so viele Zombie-Unternehmen, die nur noch künstlich durch günstige Zinsen am Leben gehalten werden. Das glaubt man gar nicht. Das ist wirklich ein richtiges Trauerspiel. So, dann kann man dementsprechend sich ja auch noch anschauen, was passiert, wenn das Geld nichts mehr wert ist. Ja? Kann man auch mal selber ein bisschen im Detail so ein bisschen durchgehen. Ja? Welche Banken sind denn schon pleite gegangen? Da können wir uns hier dementsprechend auch anschauen. Das Step by Step Greensbank, das war erst letztes Jahr. Ja? Ist eine Tochter der Deutschen Bank. Ja? Also, sehr, sehr radikal. Also, wir sehen dementsprechend, also das Finanzsystem, so wie es aktuell ist, ist mehr und mehr am Abgrund. Und vor allen Dingen, warum auch? Weil dieses normale Fiat-Geldsystem eben nicht mehr aufgeht. Ich habe mal einfach mal eingegeben bei Google, wirkliche Inflation. Was heißt Inflation? Das ist der Geldverlust. Ja, du hast 10.000 Euro auf dem Konto. Ja, 10% Inflation heißt, am Ende sind es nur noch 9.000 Euro wert. Sprich, dein Geld hat in einem Jahr 10% Minus gemacht. Es steht zwar noch 10.000 Euro da, aber die Kaufkraft hat dementsprechend nachgelassen. Ja? So ein bisschen Finanzbasics muss ich hier noch mit reinbringen. Ja? Für den einen oder anderen vielleicht uninteressant, aber für den einen oder anderen auch eben sehr interessant. So. Und das ist eben radikal und das steigt halt mehr und mehr und mehr an. Das steigt mehr und mehr an. Also 5-8%, das ist im Allgemeinen, ja? Das ist im Allgemeinen genommen. Wenn wir jetzt teilweise uns spezielle Branchen anschauen, dann sieht es eben noch deutlich, deutlich, deutlich höher aus. Unter anderem zum Beispiel Lebensmittel, ja? Wo jeder von uns darauf angewiesen ist. Gerade da hat es eben noch deutlich höhere Erhöhungen gegeben. Und jetzt muss sich jeder fragen, hat sich dein Gehalt auch um 5-8% erhöht? Jetzt muss mal jeder zu einem Arbeitgeber gehen und sagen, du pass auf, ich muss jetzt 8% mehr von dir haben, weil unser Geld ist ja auch 8% weniger wert. Wir wollen ja fair miteinander umgehen. Dein Chef wird dir wahrscheinlich sagen, alles klar, da ist die Tür, wenn du 8% mehr willst. Und dann, dann war es das auch mit uns beiden, weil ich finde da vorne schon einen, der arbeitet sogar für 1 Euro die Stunde weniger als du. Und das ist dann dementsprechend die Antwort. Ja? Deswegen müssen wir uns jetzt endlich da Gedanken machen und eben den Wert des Geldes zumindest erhalten. So, es ist 30 Grad in Bali, es ist sehr warm. Ich muss hier noch mal ein bisschen meinen... Ich weiß nicht, ich habe mich extra mal draußen gesetzt. Ich wollte mich hier eigentlich erst oben ohne hinsetzen, habe ich mir gedacht, nee, ein bisschen Seriosität musst du hier noch gewahren, Kevin. Und dementsprechend habe ich mir zumindest einen Tanktop abgezogen. Ja? Also, wir gehen wieder rein. Ja? Das müssen wir erstmal verstehen. Also unser Geld wird weniger wert. Wir müssen mit unserem Geld was machen. Wir können es nicht auf dem Sparbuch lassen, weil dann verlieren wir letztendlich Geld. Wenn wir Geld sparen müssen oder beziehungsweise wenn wir Vermögen aufbauen wollen, dann müssen wir uns Alternativen eben dazu suchen. Dann müssen wir uns eben Alternativen suchen, wie wir da eben unser Geld lukrativ für uns arbeiten lassen können. Und da kommen wir eben auch schon zu dem nächsten großen Punkt. Was war das beste Investment der letzten 10 Jahre? Und dieser Beitrag, der ist nicht aktuell. Der ist absolut nicht aktuell. Ja? Bitcoin war das beste Investment des Jahrzehnts. Ja? Der unbestrittene Sieger, fernab von einem Apple, von einem Microsoft, von sonstigen anderen, ja, hat der Bitcoin sich von im letzten Jahrzehnt
Ja, ihr seht selber, von 0,006 auf hier steht 7.000. Wo steht der Bitcoin aktuell? Wir wissen es alle, knapp unter 40.000, war schon bei 60.000. Also, mit Abstand sind digitale Währungen, Bitcoin ist immer so die Leitwährung, ja, ist immer so die Leitwährung, also digitale Währungen sind definitiv das spannendste Investment, mit dem du am meisten Geld machen kannst. Das ist einfach ein Fakt, ja, das ist nichts, worüber man diskutiert, das ist einfach ein Fakt. So, und ja, jetzt müssen wir natürlich dementsprechend, hier steht noch alles beschrieben, ihr seht es hier, wir müssen irgendwo ja, sehen, was wir mit unserem Geld anfangen können, wie wir da letztendlich lukrativer werden können. Und genau da kommt eben der Markt der Kryptowährung, der Blockchain ins Spiel. So, und das ist CoinMarketCap. CoinMarketCap ist wie das Wikipedia der Kryptowährung, ja. Ganz, ganz wichtige Website, sollte jeder von euch sich mit vertraut machen. Ich muss jetzt hier einmal das kurz minimieren, dann kann man hier jetzt, glaube ich, auch den kompletten Chart sehen. Wie gesagt, angefangen das Ganze im Jahr 2009 nach der Finanzkrise. Dann ging es eben Step by Step los. Der Markt hat sich mehr und mehr entwickelt. Wir sehen, es waren hier gerade mal 3,7, hier jetzt so 4 Milliarden, 6 Milliarden, 8 Milliarden. Step by Step hat sich der Markt entwickelt. Bis wir dann schließlich hier ein Hoch hatten, ja, wo wir circa einmal bei 800 Milliarden waren. Dann kam wieder eine relativ lange Zeit, wo eben nicht so viel passiert ist. Und dann kam eben wieder der große Anstieg im Jahr 2020. Und jetzt war hier eben das All-Time High und jetzt sind wir wieder auf einer kleinen Talfahrt. Was heißt das? Was heißt das? Wir sind wieder an einem guten Einstiegszeitpunkt, ja? Weil genau das ist eben das, wie wir uns verhalten müssen, um finanziell erfolgreich zu werden, antizyklisch. Die Masse geht dann rein, wenn sie in der Bildzeitung liest, oh, Bitcoin an Alltime High. Oh, komm, jetzt müssen wir aber investieren. Nein, jetzt musst du nicht investieren. Du musst dann investieren, wenn Negativnachrichten kommen. Wenn es heißt, oh, Bitcoin-Verbot, oh, hier etwas da was ausgebrochen, hier eine negative Situation. Genau dann, ja? Genau dann. Das haben schon damals, Großbankiers und denen gesagt, wenn Blut in den Straßen läuft, ja, wenn es wirklich zu Krisen kommt, ja, wenn dann dementsprechend die Märkte bluten, dann musst du eben in die Märkte investieren. Und dann, wenn alle feiern, wenn alle glauben, es kann nur nach oben gehen, es gibt nur noch eine Richtung, genau dann musst du eben den Markt verlassen. Und dafür brauchst du eben eine gewisse finanzielle Intelligenz, dafür brauchst du eine gewisse Expertise und genau die vermitteln wir eben auch. Unter anderem, ja, ist eben auch ein Part von unserem Geschäftsmodell, eben da Menschen finanzielle Intelligenz an die Hand zu geben, dass sie sich im Markt immer richtig verhalten, ja. Okay, das nur ganz, ganz kurz. Jetzt müssen wir natürlich auch noch anschauen, wie kann der Markt sich weiterentwickeln? Weil ich weiß, es gibt ja immer mal den einen oder anderen, der sagt dann, ja, und ich weiß ja nicht, und hier, das sind ja doch so viele Negativnachrichten, das beunruhigt mich ja doch irgendwo ein bisschen. Ich will wirklich die Gewissheit haben, dass digitale Währungen wirklich die Zukunft sind. Und wenn ich mir dann anschaue, digitaler Euro, wann kommt der digitale Euro? Die EZB, die Europäische Zentralbank, plant für 2023 einen Prototyp für den digitalen Euro. In 5 Jahren will die EZB einen digitalen Euro einführen. Spätestens in 5 Jahren. Dieser Beitrag ist von 2021. Wir haben jetzt 2022, sprich in spätestens 4 Jahren besitzt jeder Mensch in Europa höchstwahrscheinlich weltweit digitale Währung und hat mit dem Thema Kryptowährung zu tun. Was heißt das? Wir haben 4 Jahre Zeit, vielleicht sogar nur 3, um in diesem Markt uns eben jetzt finanziell frei zu machen und extrem, extrem von diesem Markt zu profitieren. Und genau deswegen sind jetzt eben hier auch schon fast 500 Teilnehmer, weil eben dieses Thema so präsent ist und weil eben die Menschen das erkennen und eben davon profitieren wollen. So, und wir haben eben genau die Expertise, wir haben die lebendige Erfahrung, wir haben das gemacht, wir haben enorm starke Investments gemacht, wir wissen, wie man sich in diesem Markt verhält, wir wissen, wie man in diesem Markt erfolgreich wird und deswegen zeige ich dir jetzt heute auch nochmal ein bisschen mehr, ja, auch nochmal zum Thema Sicherheit, weil ich weiß, es ist ein wichtiger Punkt, gerade in Deutschland, ja, was ist denn mit dem Sicherheit, ja, ich will gar nicht zu sehr auf das Thema Ukraine, Krieg und so weiter eingehen, ich bin ein Fan, sich von negativen Sachen fernzuhalten, aber was für uns hier eben betroffen ist, ist das hier. Die Schlange vor Geldautomaten. Aktuell ist es so, dass die Menschen in der Ukraine an ihr Geld nicht mehr rankommen. Was heißt das? Sie dürfen sich, hier steht es beschrieben, pro Transaktion 6 Euro abheben. 6 Euro pro Transaktion. Karte rein, Karte raus, Karte rein, Karte raus. Die Menschen warten teilweise den ganzen Tag, um an ihr Geld zu kommen. Ja? Die Menschen kommen nicht an ihr Geld ran. So, und da muss man sich ja gar nicht groß die Frage stellen, was jetzt besser ist, von einer Bank abhängig zu sein, zu hoffen, oh bitte, liebe Bank, komm, gib mir doch mal mein Geld, ist doch mein, ich habe dafür doch hart gearbeitet, oder einfach zu sagen, hey, ich habe hier alles auf meinem Wallet, ich habe hier alles auf meinem Handy, ey, ich habe die Kontrolle über meine Finanzen, meine Private Keys, ich versende dann Geld, wann ich will, wie viel ich will, an wen ich will, ohne dass irgendeine Drittpartei, irgendeine Bank, ein Versicherungsberater, ein Finanzberater oder wer auch immer dem Ganzen zustimmen muss. Ich habe die volle Kontrolle über meine Finanzen zurück. Das zeigt es nun mal wieder mehr und mehr deutlich, wie wichtig es ist, eben
die Kontrolle über seine Finanzen selbst übernehmen. Und wenn wir dementsprechend auch nochmal uns anschauen, was sagt denn unsere liebe Bundesregierung, was sagt ihr denn zum Thema Sicherheit, der Verbraucherschutz, zum Thema Blockchain, dann sehen wir hier eben ganz, ganz klar, so, ich muss mal wieder kurz ein paar Leute reinlassen, dass die Blockchain-Daten praktisch unveränderbar macht. Und das ist eben die höchste Sicherheit. Die Blockchain-Technologie ist eben ein dezentrales Netzwerk, was eine Sicherheit bietet, die kein anderes Netzwerk bieten kann. Die ist unveränderbar. Wenn eine Transaktion geschehen ist, ja, man kennt zum Beispiel so klassische Bankenbetrüger, die sagen zum Beispiel, hey, Mensch, kannst du für mich jetzt mal das und das kaufen? Ich schicke dir 10.000 Euro auf dein Konto. Dann kriegst du 10.000 Euro auf dein Konto und denkst, oh geil, der schickt mir echt 10.000, hat mir sogar gesagt, die Hälfte darf ich behalten und jetzt muss ich 5.000 schicke ich dem jetzt von meinem anderen Bankkonto dahin. Was passiert einen Tag später? Das Geld wird zurückgebucht und auf einmal sagt die Bank, ah nee, die Transaktion war nicht richtig, das war Schwarzgeld, darfst du leider nicht bedingst. Aber du hast von einem anderen Bankkonto Geld transferiert. Was hat er gemacht? Er hat dich um 5.000 Euro betrogen. Zigmal vorgekommen, wäre mit der Blockchain-Technologie unmöglich gewesen, ja, weil eine Transaktion, die einmal gemacht wurde, ist gemacht und eben nicht widerrufbar, ja, ist dann eben nicht widerrufbar, das ist ganz, ganz wichtig. So, das nochmal zum Thema Sicherheit, also wir sind hier wirklich in einem viel, viel sicheren System als überall anders, ja, und jetzt müssen wir uns natürlich nochmal auf das Thema Krypto ein bisschen näher eingehen, dass ihr das Thema Krypto nochmal näher versteht, weil es gibt erstmal einen Unterschied zwischen Coins und Token. Was heißt das? Es gibt verschiedene Blockchains. Die bekannteste Blockchain ist natürlich die Bitcoin-Blockchain. Ja, was ist die Blockchain? Ihr könnt euch vorstellen, eine Blockchain ist wie eine Autobahn, ja, über die dementsprechend dann die verschiedenen Autos. In dem Fall dürfen dann nur die Bitcoin-Autos über die Bitcoin-Blockchain fahren. Ein Ethereum, zum Beispiel Ethereum, ist eine andere Blockchain. Du kannst jetzt kein Ethereum-Auto oder eine Ethereum-Transaktion auf einer Bitcoin-Blockchain machen. Das funktioniert nicht, ja. Das fährt dann nicht. Das ist genau, als wenn du jetzt ein Elektroauto mit Benzin tanken willst. Das funktioniert halt nicht. So, genauso kannst du das hier eben auch vorstellen. Und da haben wir eben verschiedene Blockchains. Wie gesagt, Bitcoin-Blockchain, ich sag mal, von der Schnelligkeit, von den Transaktionskosten, absolut nicht die beste Blockchain, ja. Bitcoin eher so digitales Gold, Wertspeicher, aber ansonsten eigentlich nicht so eine hochwertige Blockchain. Da haben wir natürlich Ethereum, die natürlich sehr, sehr leistungsstark ist, allerdings natürlich sehr, sehr hohe Gaskosten hat. Was heißt das? Wenn du Transaktionen machst, musst du immer Transaktionskosten bezahlen. Die sind auf Ethereum aktuell sehr, sehr hoch. Siehst du zum Beispiel auch bei CoinMarketCap hier oben, wenn wir jetzt ein bisschen hochscrollen, da siehst du hier ETH Gas. Aktuell bei 25 GeWei, das ist sehr, sehr günstig. Das heißt, eine Transaktion würde ich aktuell so zwischen 5, bei einer kleinen Transaktion vielleicht sogar weniger, bis 25 Euro kosten. Teilweise war diese Zahl schon mal mehrere hundert und dann hast du teilweise mehrere hundert Euro Transaktionskosten. Das war teilweise, du willst irgendwie einen Tausch auf einer dezentralen Börse machen, Ethereum gegen einen anderen Ethereum-Token für 50 Dollar und musst 150 Euro Transaktionskosten zahlen. Macht natürlich gar keinen Sinn. Deswegen muss Ethereum dann noch mehr und mehr ein Update machen langfristig. Ja? Dann haben wir eben noch andere Blockchains, wie zum Beispiel Solana oder auch die Binance Smart Chain. Und genau da will ich euch jetzt wieder ein bisschen Wissen geben, weil ihr könnt die Blockchains natürlich auch offen, transparent euch anschauen. Zum Beispiel Etherscan. Etherscan trackt die komplette Ethereum-Blockchain. Und da seht ihr auch wieder den Aspekt Sicherheit, den Aspekt Transparenz. Weil es ist alles, alles, was passiert, jede Transaktion, wird hier offen nachvollzogen. Ja? Alles, was da passiert, wird da nachvollzogen. Und so hast du eben die höchste Sicherheit. Es kann kein Schwarzgeld, es kann nichts Illegales passieren. Es wird alles getrackt. Jeder weiß, das Wallet gehört jetzt zum Beispiel dem und dem, wenn es natürlich eine zentrale Börse ist, dann kann man es auch zurückverfolgen. Machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Zieht jetzt jemand ab. Jemand sagt, du, pass auf, Mensch, ich bin hier in Not, kannst du mir mal bitte 5.000 Euro schicken, damit so ein Tinder-Schwindler da sagt, pass auf hier, du, mir geht's ganz schlecht, schick mir mal bitte Geld hin. Wenn das über Blockchains passiert, zum Beispiel du hast Crypto.com, du bist verifiziert auf Crypto.com, einer zentralen Exchange. So, dann hast du da dein Wallet. Du schickst es irgendwo hin an eine andere Exchange, zum Beispiel an Binance. Um bei Binance auszuzahlen, musst du verifiziert sein. Jetzt müsste man nur schauen, oh, das Wallet, dann gehe ich in die Blockchain rein, das Wallet, das ist Binance, oh, super, da muss ich ja nur einmal dementsprechend zur Polizei gehen, sagen, du, der hat mich hier betrogen, 5.000 Euro, auf das Wallet wurde das geschickt, bitte einmal bei Binance anfragen. So, dann macht die liebe Polizei, Mensch, Binance, wie sieht's hier aus? Hier, zack, 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 hier ist ein krimineller Fall, bitte gib die Daten raus. So, und schon hast du die Daten. So, du weißt direkt, wer dich da gescammt hat. So, das wäre woanders dementsprechend mit Bargeld oder so, wäre es dementsprechend nicht passiert. Ja? Das ist eben das Schöne, wenn Blockchains eben so nachvollziehbar sind. Ja? Das ist schon mal ein Punkt, plus, dass wir natürlich auch alles prüfen können. Wir können alles prüfen. Nehmen wir uns doch jetzt mal an, wir schauen uns jetzt mal zum Beispiel an,
nehmen wir doch jetzt mal eigene Kryptowährung, USDT, ja, ist der größte Stablecoin. Dann wollen wir uns jetzt mal den Stablecoin anschauen. Wollen wir mal ein bisschen näher analysieren. Okay, das ist jetzt eine Kryptowährung. In dem Fall jetzt, da habe ich ja auch gerade gesehen hier, Kryptowährung hier dementsprechend die drittgrößte Kryptowährung. Ja, wollen wir uns mal ein bisschen näher jetzt mal im Detail anschauen, was sie denn so machen. Aha, wir haben jetzt 4,4 Millionen Holder, sprich 4,4 Millionen Menschen, die diese Kryptowährung auf ihrem Wallet besitzen. Ja. Insgesamt sind hier 39 Milliarden im Umlauf und es wurden aktuell schon hier ja, 139 Millionen Transfers gemacht. Da können wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, ja, was haben die denn gemacht? Oh ja, hier passiert ja im Sekundentakt, passiert ja hier irgendwas. Guck mal, hier hat ja zum Beispiel ein User was zu Coinbase geschickt. Das. Da können wir uns zum Beispiel jetzt auch mal die Holder anschauen. Es ist nämlich auch manchmal ganz interessant, was man so alles machen kann überhaupt. Das wissen ja die meisten gar nicht. So, der größte Holder ist dementsprechend hier eine Bridge, wo du dann USDT zum Beispiel von der Ethereum-Blockchain auf eine andere Blockchain transferieren kannst. Da sind aktuell 4,2% der ganzen Token. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Kryptounternehmen kennenlernst und du siehst, dass auf einem privaten Wallet mehr als 30-80% der Token liegen, ja, und das ist eben nicht in einem Smart Contract gesichert, dann weißt du direkt, oh, wenn ich da jetzt investiere und der eine, der so viel Prozent der Token hält, verkauft sie ab, dann ist der Token tot. Und da habe ich mein komplettes Investment verloren. So, das wäre natürlich nicht so gut. Dann kannst du zum Beispiel auch mal ein Krypto-Projekt prüfen, wenn du es selber machen willst. Oder du überlässt natürlich die Expertise uns. Da gibt es natürlich noch viele weitere Faktoren, die man da prüfen muss. Ich wollte nur mal ein Beispiel machen. So, jetzt kann ich mir zum Beispiel anschauen, oh Mensch, wer ist denn das hier? Der X, der 0x1bc3b irgendwas. Der hält hier tatsächlich ganze 67 Millionen. Der hat 67 Millionen auf dem Wallet. Mann, wo investiert das? Das scheint ja ein finanziell intelligenter Mensch zu sein. Ja, ja das ist jetzt, ja, das würde ich mir mal anschauen, das Wallet. Dann kann ich jetzt zum Beispiel hier sagen, Tokenholder, der hier. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel den, das ist ein Contract. Nee, das ist nicht der Contract, das ist die Adresse. Dann kann ich jetzt zum Beispiel die Adresse nehmen, ich kopiere sie und dann, jetzt habt ihr wieder was ihr lernen könnt, Apeboard, ja. Apeboard. Auf Apeboard könnt ihr jetzt zum Beispiel hier die Wallet eingeben und dann könnt ihr schauen, was hat diese Person denn noch so auf dem Wallet. Ja, das können wir hier dann dementsprechend eingeben. So, zack, bestätigen. Muss er danach mal suchen. Nee, das wollte ich nicht. Jetzt wollte er mir hier irgendwas verkaufen, dass ich irgendwas kaufe. Nee, ich will nichts kaufen. Ich will die Adresse prüfen. Zack. Ah, hier ist es schon. Also insgesamt hat der Mensch sogar nicht 67 Millionen, der hat sogar ganze 74 Millionen. Mann, wo investiert der denn noch? Können wir uns mal anschauen, der hat zum Beispiel USDT, der hat noch 2 Ethereum, der hält noch hier irgendwas von diesen NMS und so weiter und so fort. Ja, okay. Also dementsprechend hat er noch 2600 Ethereum hat er noch. Nicht 2,6, sondern 2600 Ethereum. Okay, der ist mehr so in Maincoins vertrieben, der investiert jetzt nicht in Altcoins. Ich wollte euch jetzt nur ein Beispiel machen, ja. Aber mit zum Beispiel mit Apeboards könnt ihr jedes Wallet überprüfen, ja. Könnt ihr jedes Wallet überprüfen, wie jemand finanziell aufgestellt ist, wie jemand investiert. Manchmal vielleicht ganz spannend für den einen oder anderen zu prüfen, was hat der und der denn so auf dem Wallet, wie investiert denn der und der so. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal Vitalik Buterin anschaut, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal einen Gary Vee anschaut oder einen MM Crypto, zum Beispiel ein sehr, sehr bekannter Krypto, Influencer über YouTube und sowas, ist manchmal ganz interessant so, da zu schauen, was machen die für Transaktionen, wann verkaufen die, wann gehen die in den Markt rein. Also wenn du selber analysieren willst, wenn du dir die Arbeit machen willst, ist es ein spannendes Tool. Ja? Wollen die meisten nicht. Die meisten wollen eben nur Investment-Tipp bekommen und lukrativ investieren. Aber trotzdem gut zu wissen. Genau dasselbe können wir natürlich auch von der Solana-Blockchain machen, über SolScan. Oder wir können das Ganze natürlich auch hier machen über eben die Binance Smart Chain. Ja? Da können wir uns eben auch alles anschauen. Okay. Das ist so ein bisschen Blockchain-Wissen. Also generell, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Blockchains auf Blockchain. Die Maincoins, zum Beispiel Solana, Ethereum, sind dann wirklich Coins. Und all die Unternehmen, die sich auf dieser Blockchain aufbauen, das sind dann eben die jeweiligen Token. Das ist mal so ein bisschen, was man verstehen muss darüber. Ja? Okay. Dann gehen wir eben weiter rein. Und zwar die Klassifizierung. Ja? Ich muss das hier mal ein bisschen rechts rüberschieben, das gefällt mir besser. So, das habe ich euch eben gerade schon gesagt. So, also, es gibt zum Beispiel jetzt Cryptocurrencies, die in dem eigentlichen Sinne haben, die ein Zahlungsmittel werden wollen. Ja? Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Monero, Litecoin, das sind alles Unternehmen, die wollen halt einfach ein Zahlungsmittel werden. Ja? Die wollen eine Ersatzwährung werden zu eben normalen Fiat-Währungen. Ja? Okay, dann haben wir des Weiteren Plattform-Token, wie zum Beispiel Ethereum. Bei Ethereum, da gibt es Smart Contracts drauf, da gibt es Anwendungsbereiche, sogenannte intelligente Verträge, wo du irgendwas draufbauen kannst. Zum Beispiel Ethereum
ist der Hauptcoin. Wenn du irgendwo jetzt etwas machst, du hast zum Beispiel ein ERC20-Token, ja, das sind alle Token, also alle Kryptowährungen, die sich auf Ethereum aufbauen, und du willst diese dezentral miteinander tauschen oder du willst sie verschicken, dann musst du Transaktionskosten bezahlen in Ethereum, weil es über die Ethereum-Blockchain läuft. Du fährst über die Ethereum-Autobahn, da musst du auch Ethereum-Mautgebühren bezahlen, ja. Auch mal wieder ganz einfach und simpel erklärt. So, und das genauso ist eben auch mit Solana, genauso ist es eben auch ja, bei anderen Projekten, bei Phantom, bei Avalanche und wie sie alle heißen, ja. So, dann gibt es eben Utility-Token. Was heißt Utility-Token? Utility-Token sind eben Token, die einen Nutzen aufweisen, ja. Die werden eben nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, wegen ihrer Wertsteigerung gekauft, ja, sondern wegen ihrem Nutzen. Zum Beispiel, du erhältst irgendwelche Rewards. Du hast da und da gewisse Vorgänge. Du hast da und da gewisse Vorzüge. Zum Beispiel, dass du irgendwo, wenn du deine Token stakest, ja, du stakest, du vermehrst sie. Du vermehrst deine Token, du kriegst passive Einnahmen. Es ist ein Nutzen, ja. Du hast diesen Token, du darfst, wenn du gewisse Token hast, darfst du irgendwo mitbestimmen an dem Projekt. Das nennt sich Governance, Mitbestimmungsrechte, Nutzen. So, du hast zum Beispiel, es gibt so viele verschiedene Nutzen, oder zum Beispiel einen Launchpad-Token, ja. Du besitzt Token, deswegen darfst du an dem Launchpad eben early in Projekte investieren. Auch ein Nutzen, ja. Das ist eben der Utility davon. Okay, dann haben wir Utility-Token, dann haben wir eben des Weiteren auch noch Security-Token. Ja, Security-Token sind dementsprechend natürlich auch welche, die gute Wertsteigerung mitnehmen. Auch ein Utility-Token kann natürlich eine Wertsteigerung haben, klar. Aber es darf eben nicht im Vordergrund stehen, ja. Das sind immer so kleine Basics, die muss man eben auch mal wissen, die muss man eben auch mal verstehen. Okay, jetzt schauen wir uns zum Beispiel ein Unternehmen an. Direkt mal jetzt wirklich analysiert, hier live mit euch zusammen. Was macht Chili's? Das ist die Kryptowährung, die auf Platz 76 ist. Von aktuell 17.800 Kryptowährungen, ja. So, und das ist zum Beispiel ein Investment, was ich hier kennengelernt habe. So, ihr seht schon, ja, der Kevin hat wieder sehr, sehr schöne Profits gemacht. Richtig, genau. Das war eben der Zeitpunkt, wo ich das Ganze kennengelernt habe. Da gab es die Mastermind noch nicht, da gab es die Infogruppe noch nicht. Deswegen konnte ich das Ganze eben auch noch nicht zu dem Zeitpunkt empfehlen, sonst hätte ich es natürlich empfohlen. Und dann ging es natürlich wieder extrem, extrem steil. So, jetzt natürlich wieder eine bisschen bärische Marktphase, aber selbst von diesem Punkt zu diesem Punkt, wenn man wieder Langzeit denkt, enorm, enorm, enorm starke Profits. Und jetzt wollen wir natürlich verstehen, warum ist dieses Unternehmen so nach oben gegangen? Kann ich euch ganz klar sagen, weil es einen großen Nutzen hat, weil es eben einen großen Utility hat. Und da sehen wir jetzt eben auf der Website, was machen sie? The world's leading Blockchain Fintech Provider for Sports and Entertainment. Ja? Wir sehen hier unten schon ein paar Partner eingeblendet. Ja, Chili's ist quasi die Plattform für Fußballvereine, ja, für Fan-Token in Kooperation mit Socios, das ist nämlich deren Website. Und du siehst jetzt hier auf der rechten Seite hier schon AC Mailand, Paris Saint-Germain, Manchester City, FC Barcelona. Jeder von euch, selbst die für sich nicht für Fußball interessieren, sollten jetzt hier den einen oder anderen Verein kennen. Oder für diejenigen, die sagen, ey, Fußball finde ich scheiße, ja, UFC, Fighting, vielleicht für den einen oder anderen mehr Bezugspunkt, ja, auch mit der UFC, sie sind hier eben Kooperationen gemacht, ja. So, was ist jetzt eben dein Use Case, wenn du diesen Chili's Token hast? Einerseits kannst du mit dem Chili's Token in sogenannte Fan-Token reingehen. Und einige Fan-Token von Barcelona, von Paris Saint-Germain, von AC Mailand sind komplett durch die Decke gegangen. Ja? Sind komplett durch die Decke gegangen. Plus, wenn du diesen nutzt, wenn du diesen Token hältst, darfst du mitbestimmen. Stell dir mal vor, du bist jetzt HSV, Bayern München, Dortmund, was auch immer Fan. Ja? Wie geil wäre es denn, wenn du mitbestimmen könntest, welche Spieler gekauft werden in deinem Verein? Je mehr Token du hältst, desto mehr Mitbestimmungsrechte hast du in deinem Verein. Ja? Der und der Spieler schießt ein Tor. Ja, welches Lied soll denn abgespielt werden? Was ist denn die richtige Einlaufmusik? Ja? Soll das Stadion vielleicht ergrößert werden? Ja? Und so weiter. Du darfst bei deinem Fußballverein mitbestimmen. Du hast Mitbestimmungsrechte. Plus, dass du natürlich, wenn du Token hältst, Vergünstigung auf Tickets bekommst, Vergünstigung auf das bekommst, vielleicht mal zu einem exklusiven Meet and Greet mit den Spielern eingeladen wärst und so weiter. Es gibt sehr, 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 sehr viele Use Cases, ja, die da eben möglich sind, ja. Da ihr mal so seht, okay, das ist eine Kryptowährung, das ist zwar Krypto, das ist zwar Blockchain, aber ey, ich verstehe das. Das ist ja ein reeller Anwendungsbereich, das habe ich ja mit zu tun. Oh, und wie viele von euch, könnt ihr ja gerne mal in den Chat reinschreiben jetzt, die sich für Fußball interessieren, wussten das eben noch nicht. Würde mich echt mal interessieren, gebt mir gerne mal Feedback, ob der ein oder andere Fußballfan hier dabei ist, der das eben noch nicht wusste. Ich wusste ihn noch nicht. Super. Dann hat es sich ja jetzt schon gelohnt, für den einen oder anderen hier beim Webinar dabei zu sein, weil du wieder Informationen bekommen hast, die dir eben vorher gefehlt hat. Sehr, sehr gut. Perfekt. Dann können wir auch eben direkt weiter reingehen. Ja?
Und auch jetzt natürlich Chilis. Also, wie gesagt, habe ich euch ja schon gesagt, ich war hier Early Investor, ich war hier dementsprechend schon drin, habe leider ein bisschen, ich glaube, zu früh ab, ich glaube, ich habe schon hier irgendwo abverkauft oder so. Und danach ist er richtig durchgegangen, weil jetzt konnte ich natürlich auch nicht mehr rechnen, dass so ein riesen Hype kam, aber ich habe gute Profits gemacht. Ja, ich muss auch mal zufrieden sein irgendwann. Klar. Und jetzt natürlich, wie gesagt, eigentlich ein relativ guter Einstiegszeitpunkt, wie bei fast allen Kryptowährungen aktuell, die wirklich Anwendungsbereich und die wirklich Potenzial haben. Ja, okay. Und jetzt machen wir eben den Übergang von Kryptowährung zum Thema NFTs. Ja, weil ich weiß ganz genau, da muss ich nochmal wieder den Bildschirm wegmachen, das Thema NFT, da ist bei dem einen oder anderen hier noch ein Fragezeichen im Kopf. Ja, man hört zwar mal hier, da NFT, aber ey, was ist das Ganze jetzt genau? Und da wollte ich jetzt für euch nicht irgendwie ins Detail gehen. Ja, ein Non-Fungible Token, bla 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 bla, Fragezeichen hier, Fragezeichen da. Nein, ich würde euch das Ganze so erklären, dass man es auch wirklich easy versteht und vor allen Dingen so auch easy anderen Menschen erklären kann. Ja? Also, wir sind gerade beim Fußball gewesen. Ja? Gehen wir doch direkt auf den FC Bayern München ein, weil ihr seht schon, das Fantasy Fußball-Startup Sorare konnte den FC Bayern München überzeugen, seine Spieler als NFT-Token auf die Ethereum-Blockchain zu bringen. Fans des Vereins können nun ihre Lieblingsspieler in die Wallet laden und sie auf den virtuellen Rasen jagen oder auf anderen Marktplätzen verkaufen. Du musst dir vorstellen, es ist ein Echtheitszertifikat, ein nicht veränderbarer Token. Wenn ich jetzt zum Beispiel Chilis habe, Chilis ist ein Token, da gibt es, können wir nachschauen, wie viele Chilis-Token es gibt, will euch jetzt ja kein Mist erzählen. Aber da gibt es sehr, sehr viele verschiedene von. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dann können wir hier reingehen, dann seht ihr im Total Supply, es gibt hier 8,888 Milliarden. 8 Milliarden, 800 Millionen, 8888. Also das ist die maximale Anzahl. Sprich, es gibt Token, die alle gleich sind. Und beim Thema NFT ist es eben so, dass es verschiedene Token sind. Jeden Token gibt es wirklich nur ein einziges Mal und jeder ist eben ein wenig unterschiedlich, ja. Jeder ist ein wenig unterschiedlich und eben auch einmalig, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Bild, was ich von denen gemacht habe, weil das kann ich tausendmal duplizieren, aber das ist ein NFT. Es ist in der Blockchain, es ist in einem Datensatz drinne und das Ganze ist wertvoll. Teilweise kannst du mit diesen NFTs noch in Ingame-Spiele und dann kannst du zum Beispiel bei FIFA mit dem, bei FIFA hast du dann den echten David Alaba oder den echten Ronaldo oder was weiß ich. Oder wenn du auf solchen Marktplätzen handelst, dann hast du das Echtheitszertifikat. Deswegen sind die natürlich enorm begehrt. Und teilweise werden die für enorme Summen. Krabbeln die Ameise über meinen Laptop, du. Das ist natürlich, wenn man hier in Indonesien lebt. Die Schwierigkeiten hier, Wahnsinn. So. Jetzt sollte ich hier meinen Steak, was ich eben gestern ein bisschen wegstellen. Vielleicht kommen die deswegen. So, und da sehen wir zum Beispiel OpenSea. OpenSea ist ein NFT-Marktplatz, ja. Ist sozusagen auch der größte NFT-Marktplatz, den es sowieso gibt. Auch sehr, sehr wichtig. Hier gibt es auch viele Fakes. Also nicht jetzt irgendwie blind auf OpenSea raufgehen und sagen, so, oh, das sieht toll aus, das kaufe ich mal. Auf OpenSea sind sehr, sehr viele Fakes. Ich will fast sagen, über die Hälfte, 60%, 70%, 80% Fakes unterwegs, weil jeder kann jetzt theoretisch ein NFT erstellen, kann das da rein und sagen, oh, ich verkaufe jetzt meine, keine Ahnung, ich mache jetzt einen goldenen Scheißhaufen, setze den Hut auf und ich verkaufe den. Kann jeder von euch machen, ja. Bisschen Grafikdesign, da musst du nicht viel für können, sage ich mal, um sowas dann dementsprechend zu erstellen, da hast du dann ein NFT. Deswegen nur in NFTs investieren, wenn du wirklich Expertise hast, wenn du wirklich gute Tipps hast. In meiner Mastermind-Gruppe geben wir da eben solche NFT-Tipps. Dann mintet man das quasi für 0,1, 0,2 Ethereum. Dann kommt die Listung ein, zwei Wochen später. Teilweise das Ding bei 2, 3, 4, 5, 6 Ethereum. Und du kannst dein Geld halt extrem schnell multiplizieren. Aber das ist nachher wieder so Mastermind-Content, auf den ich nachher natürlich auch nochmal ein bisschen eingehe. So, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel Magic Eden. Magic Eden ist eben so der größte NFT-Marktplatz auf Solana, ja. Vorteil dabei, OpenSea, Ethereum, sehr, sehr hohe Transaktionskosten. Teilweise musst du 25 bis 100 Dollar bezahlen, um so ein Ding überhaupt zu minten. Und dann natürlich noch den Preis fürs NFT. Der Vorteil auf Solana, dass du sehr, sehr günstige Transaktionskosten von wenigen Cent hast. Also da kann man sich natürlich hier auch mal ein bisschen durchklicken und kann sich jetzt hier die ganzen Kollektionen anschauen. Dann auch die einen oder anderen, guten Dinge dabei. Sind jetzt für den einen oder anderen richtig strange aus hier so. Ich habe mir auch mal so komische Pilze gekauft. Das war jetzt nicht so das beste Investment, sage ich mal. Aber dass ihr mal so ein bisschen einen Einblick bekommt. So. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. Ja, was ist nochmal NFT? Habe ich euch ja gerade schon erklärt. Ja, dass man dementsprechend, ich sag mal, wie zum Beispiel physische Kunst, Sammelkarten digitalisieren kann. Und dann hat man eben wirklich ein NFT und kann das wirklich dann auch digital verkaufen. Und wie gesagt, nicht so ein Bild, wie ich euch eben schon gesagt habe. Du hast quasi ein digitales Echtheitszertifikat, das es wirklich dir gehört. Und wir können das Ganze natürlich auch noch weiter ausspinnen, weil das Ganze können wir natürlich auch noch auf den Real Estate-Markt über. Wir haben zum Beispiel jetzt Sandbox. Sandbox ist ein Metaverse-Projekt, ist eben unser nächstes Thema, über das wir sprechen. Und da kannst du dir digitales Land kaufen. Ja, du kannst dir in einem digitalen
Ja, das ist jetzt noch für viele weit weg. Wir gehen nachher näher drauf ein. Kannst du dir Land kaufen und auf diesem digitalen Land kannst du dann ein Haus bauen. Da kannst du dann eben mit deinen NFTs, hast dann quasi eine komplett digitale Welt mit deinen eigenen Vermögenswerten. Jetzt. Das ist voll strange teilweise, für mich auch teilweise noch voll strange. Aber ihr werdet später sehen, dass wir uns damit beschäftigen müssen, weil es eben ein zukunftsträchtiges Thema ist. Ja, okay. Dann geht es eben weiter rein. Also ganz klar, MetaMask braucht man natürlich. Du musst verstehen, wie man mit dezentralen Wallets agiert. Bringen wir dir alles bei unserer Education-Plattform. Keine Sorge, ja. Dafür sind wir da. Wir haben eben die größte Education-Plattform im deutschsprachigen Raum, um eben Menschen genau das Wissen an die Hand zu geben, eben hier von dem Markt maximal mit zu profitieren und eben, ja, nicht auf Betrügereien reinzufallen, weil natürlich in neuen Märkten, in großen Märkten, wo es hochgeht, ist natürlich auch immer viel dabei, die sich einfach schnell die Taschen voll machen wollen. Deswegen ist es essentiell, wenn du den Markt erfolgreich sein willst, dass du dir Wissen aneignest. Und genau das Wissen bieten wir dir eben, ja. So, ja, du brauchst Kryptowährung natürlich zu kaufen. Gasfees, habe ich euch eben auch schon drüber berichtet. Ja, Marktplatz-spezifische Gebühren, klar, der Marktplatz will bist auch noch was verdienen. Und du hast teilweise bei NFTs eben auch noch solche Royalties. Was heißt das? Du hast einen Use Case, du bekommst etwas. Manchmal ist es ein passives Einkommen, manchmal sind es ein bisschen andere Themen. Ich zeige euch jetzt zum Beispiel erstmal so die 10 teuersten NFTs, die jemals verkauft wurden. Da wird dem einen oder anderen jetzt so ein bisschen die Kinnlade runterfallen. Weil ihr seht zum Beispiel hier, das 10 teuerste war ein CryptoPunk, ja. Der Ganze wurde für 5,59 Millionen US-Dollar verkauft. Ja, das hier. Dieses Pixelbild wurde sowieso verkauft. Haben wir dementsprechend hier, sowas, wir wollen mal auf die teuersten gehen, dass ihr wirklich nochmal so einen Eindruck habt. Ja? Hier ist wieder ein CryptoPunk, hier noch ein CryptoPunk. Also ihr seht schon, das ist eine sehr, 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 sehr beliebte Kollektion. Warum? Weil es einfach die ersten waren. Es waren eine der allerersten NFT-Kollektionen, die jemals rauskamen. Die kamen raus, da wusste wahrscheinlich noch nicht mal richtige Krypto-Experten, dass das Thema NFT irgendwann mal richtig, richtig groß wird. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich dann ein sehr, sehr rares Thema. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche Orden aus dem Zweiten Weltkrieg sammelt oder sie sind auch teilweise extrem im Wert nach oben gegangen und so weiter und so fort, weil es eben sehr, sehr selten ist und weil es man nicht mehr, und gerade bei diesem Riesenthema, ihr müsst ja sehen, das wird kein Milliardenmarkt, das wird ein Billionen, das wird ein Trillionenmarkt, dieses Thema NFT. Und da wissen eben welche, ey, ich gebe jetzt ein paar Millionen für das Ding aus, ey, später kriege ich ein paar Milliarden dafür. So. Jetzt mal ganz simpel gesagt, ja. Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, wer gibt denn eine Milliarde für sowas aus? Glaubt mir, es wird irgendwann Käufer geben, die werden eine Milliarde für NFTs bezahlen. Ja, das wird es geben, ja. Auch wenn es in unserer Wahrnehmung aktuell bei den meisten, auch bei mir teilweise noch nicht drin ist, warum das tatsächlich so geschieht und warum man da so viel Geld für ausgibt, ja. So. Dann sehen wir hier zum Beispiel, The Merch von Pack wurde für insgesamt 91 Millionen Dollar verkauft, ja. Wir sind jetzt bei 9% von der Milliarde. Und wie gesagt, wir sind mit dem Thema, ich habe euch das am Anfang aufgezeigt, wie weit wir noch entfernt sind, dass wirklich jeder mit dem Thema drin ist. Ne? So, ja, das dazu. Teilweise gibt es natürlich auch mehr Use Cases dazu. Zum Beispiel, wenn wir uns Bored Apes anschauen. Ja, Bored Apes ist zum Beispiel jetzt das sind so gelangweilte Affen, die haben dann teilweise einen Joint im Mund oder haben da lustigen Hut auf oder was weiß ich. Da hast du dann eben Zugang zu einem exklusiven Yachtclub. Ja, da darfst du eben in so einen Yachtclub mit rein, auf exklusiven Veranstaltungen teilnehmen und so weiter. Das ist dann eben der Use Case. Andere NFTs geben dir zum Beispiel passives Einkommen. Du hältst zum Beispiel, ich glaube, wie heißt das? Du hältst irgend so einen Affen, das ist so ein anderer Affe, und dann kriegst du eine passive Kryptowährung Bananas. Du hältst diesen Affen, je mehr Affen du hast, desto mehr Bananas kriegst du, so heißt der Token. Und dann kriegst du irgendwie passive Einnahmen. War auch mal eine sehr, sehr gute Quelle, um Geld einzunehmen. Habe ich mich aber extra jetzt nicht mehr auseinandergesetzt, deswegen will ich euch jetzt nichts Falsches erzählen. Aber da gibt es eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, durch NFTs eben auch da passive Einkommen in Kryptowährung eben zu verdienen, ja. Und jetzt nochmal so zu den Anwendungsbereichen, damit einem auch klar wird, warum das Thema NFT eben genau so groß wird. Sehen wir zum Beispiel in der Musik, ja. Wir haben ein großes Problem bei Spotify, Apple Music, dass bekannte Künstler, die große Reichweite haben, stecken sich die Taschen voll, verdienen ohne Ende Geld und kleine Künstler, die wirklich vorankommen wollen, die teilweise enormes Potenzial haben, haben es extrem schwierig. Wenn du keine Kontakte hast, wenn du nicht ein paar hunderttausend für Marketing hast, dann hast du als Musiker heutzutage keine Chance, selbst wenn du die beste Stimme hast, oder du hast keine Chance da reinzukommen, wenn du eben, ja, wenn du eben nicht diese Kontakte oder dieses Geld im Hintergrund hast. Und genau durch solche Blockchain-Plattformen, wie zum Beispiel durch hier Rocky, hat man eben die Möglichkeit, ja, seine Musik dort eben zu publizieren in NFTs und so eben noch mehr Reichweite zu generieren, ja. Oder zum Beispiel Justin Bieber, ja, der hat mittlerweile Auftritte in einem Metaverse, ja. In einem Metaverse hat sich zum Beispiel auch, kann ich euch auch nochmal zeigen, wo ist der Bericht hier, Justin Bieber Sandbox, ja, hat sich übrigens auch für 1,3 Millionen Dollar so einen Affen gekauft, ja, hat er sich dementsprechend auch einen Affen, so einen NFT als Affen gekauft und so, und das ist dann quasi sein Charakter, sein Avatar im Metaverse, und ich habe jetzt schon viel über Metaverse geredet,
wir gehen gleich auf das Thema ein. Wir gehen jetzt auf das Thema ein. Ich weiß, das interessiert sehr, sehr viele. Aber wir müssen trotzdem das noch verstehen. Reelle Vermögenswerte, ja. Es ist in der Zukunft möglich, reelle Vermögen auf NFT-Basis abzubilden, ja. Das nennt sich auch das Thema Tokenisierung, ja. Nehmen wir doch mal zum Beispiel an, es ist jetzt ein neues Multimilliardenprojekt geplant, ja. Es ist ein Multimilliardenprojekt geplant. Eine neue Elbphilharmonie soll gebaut werden, ja. Aber diesmal sagen wir eben nicht, ey, wir nutzen den Steuerzahler aus, der brav Steuern zahlt, der darf uns jetzt hier die geile Elbphilharmonie finanzieren. Nein, das machen wir mit Investoren und die Investoren können sich eben Anteile an diesem neuen, an dieser neuen Immobilie, können sich quasi Token von dieser Immobilie sichern und das Ganze ist dann eben auch als NFT dargestellt und dann besitzen sie quasi das Ganze in digitaler Form, ohne einen Notar, ohne irgendwelches Papierkram, ohne irgendwelche Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Oder natürlich, wie gesagt, digitales Land im Thema Metaverse, was eben unsere Welt komplett revolutionieren wird. Ja? So, Lieferketten ist natürlich auch noch so ein Thema. Zum Beispiel Nestle, sollte jedem von euch ein Begriff sein, ist ein Lebensmittelriese, dem, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der weltweiten Lebensmittelkette überhaupt mittlerweile schon gehört. Und die haben das eben digitalisiert dargestellt, wie eben so die Lieferketten sind. Ja? Musst du dann nicht immer alles tracken, sondern es ist tatsächlich auch alles über Blockchains abgebildet, dass du ganz genau weißt, oh, jetzt habe ich meinen Kaffee hier. Mensch, ich habe jetzt meinen Pott Kaffee hier, den scanne ich jetzt mit meinem Handy ein. Ah, der wurde da abgebaut, dann wurde er da wurde er dann, was weiß ich, sauber gemacht, da wurde er dann geschifft, da kam er dann in die Verpackung. Ah, und jetzt ist er hier bei mir. Ah, super, jetzt kann ich das alles nachvollziehen. Ja? Genau das Ganze für Medizin, Arzneimittel, was weiß ich, komplette Lieferketten-Tracking. Ja? Gibt es auch ein Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben und die eben da auch schon Kooperation mit allen Big Playern gemacht haben. Okay. Ja, Chancen im Metaversum, wie NFTs und digitale Mode der Fashion-Industrie auf die Beine helfen können. Ja? Wie kann das Ganze passieren? Weil, ja, wir wissen selber, aktuell Corona-Zeit, Leute gehen nicht in den Einzelhandel. Klar, Online-Shopping geht ein bisschen voran, aber ich kann das nicht anprobieren. Ich muss es da, ich muss es zurückschicken und so weiter und so fort. Ja, dementsprechend, wie kann das Ganze der Mode- und Fashion-Industrie helfen? Da können wir uns jetzt zum Beispiel hier anschauen. Das ist schon wieder, was ist ein Metaversum? Da gehe ich gleich später drauf ein. War das hier? Ne, kommt komplett später. Erstmal das Thema Metaversum noch erklärt. So, was versteht man? Ein Metaversum ist eine Verknüpfung auch von der reellen und der virtuellen Welt eben, ja? Also, du musst es dir quasi vorstellen, es ist relativ neu. Es ist teilweise in Spielen, ja? Du setzt dir deine VR-Brille auf, du bist in einem Ingame, du denkst wirklich, du bist da im Spiel drin. Du kannst dann teilweise da mit denen kämpfen, musst deine Waffe wirklich so tragen, kannst da rumschießen und so weiter. Das ist Virtual Reality in real. Du denkst wirklich, du bist da. Du kannst dir quasi vorstellen, du hast jetzt deine VR-Brille auf, ja, und hier ist jetzt ein Abgrund. Es geht jetzt 1000 Meter nach unten und normalerweise, ja, so Spielqualität ist jetzt nicht irgendwie besonders, aber du schaust dann da runter und du kriegst richtig ein Gefühl, boah, scheiße, es ist hoch, Alter. Boah, ich falle hier gleich runter. So, ja. Oder das muss man sich mal wirklich vorstellen. Das ist wirklich so real, dass du denkst wirklich, du bist in einer komplett anderen Welt, ja, so real ist das Ganze eben schon, und du kannst natürlich das Metaversum auch für viele andere Dinge nutzen, wie zum Beispiel zum Shoppen, ja, da habe ich euch zum Beispiel ein Video gemacht, was ich euch gleich nochmal zeige, ich kann es euch auch jetzt schon zeigen, weil das ist eben das nächste große Ding, wie wahrscheinlich jeder von uns in den nächsten 2 bis 5 bis 6 Jahren einkaufen wird, weil diese ganzen herkömmlichen Einzelhandelläden, die werden wahrscheinlich mehr und mehr und mehr schließen, ich weiß, es werden zig Millionen Jobs dadurch wegfallen, ja. Teilweise wurde sowieso schon gesagt, ja, pass auf, da sitzt bald so ein Roboter an der Kasse. Teilweise gibt es schon Läden, da sitzen schon Roboter, du machst das alles selber. Aber auch da, Menschen werden mehr und mehr digital einkaufen. Es werden extrem viele Einzelhändler schließen und Menschen werden digital einkaufen. Der Onlinehandel wird mehr und mehr zunehmen. Ich finde es jetzt auch nicht gut, ja, ich finde auch im persönlichen Kontakt ganz gut, dass man sich eben mit Menschen persönlich trifft, dass man da eben ja, irgendwo noch den Kontakt hat, aber es ist nun mal die Zukunft. Wir können die Zukunft nicht aufhalten. Wir können uns halt entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Das kann man halt immer so sagen. Und ich habe mich halt immer dazu entschieden, das, was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Und ich will halt maximal davon eben profitieren. So wärst du in der Zukunft bei Lidl, Aldi, Edeka und wie auch immer shoppen. Oil change, so I can let you know as soon as it's done. So, haben wir schon ein paar Melonen hier drin. Tomatensauce. So, you see the tomato sauce on your left? Go ahead and grab that and then place it in your cart. Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your. So, da seht ihr direkt so, ja, pass auf,
Alter wird verifiziert, du kriegst direkt alle Daten, wahrscheinlich hast du auch die Lieferkette, wo der Wein dann abgebaut wurde und so weiter und so fort, du hältst direkt alle Daten, kannst es reinpacken, so, und am Ende machst du den Einkauf abschließen, bezahlst mit deiner digitalen Währung und eine Stunde später wird es dann eben nach Hause geliefert. So, das ist Einkaufen in der Zukunft, wird jeden von uns in den nächsten Jahren betreffen, auch wenn viele von euch jetzt denken, crazy, wird das wirklich so sein, ey, ich will zum Einkaufen gehen, ey, da manchmal treffe ich beim Einkaufen doch hier noch die Nachbarin oder was weiß ich, ey, da mache ich nochmal ein Gespräch, so, ja, ist die Zukunft, da wird es hingehen, mehr oder weniger, oder mehr oder weniger schnell, wenn wir es so ausdrücken wollen. Ja, das ist das Thema Metaversum. Also auch da, zu Hause VR-Brille auf, digital durch den Supermarkt laufen und dementsprechend einkaufen. Genauso digital können wir uns auch anschauen. Zum Beispiel, was hier? Hier was, genau. Adidas, ja, Nike, Niantic von Pokémon Go und sämtliche anderen. Ein Gucci, ein Balenciaga und was weiß ich, Philipp Plein, wie sie alle heißen, ja. Werden das eben auch machen. Ja? Du kannst dann dementsprechend digital bei Adidas einkaufen, im Sandbox-Metaverse in dem Fall, genauso wie Nike. Nike möchte die sogenannte Nike-Land bauen, die bauen quasi sogar ein eigenes Metaverse. So, und das ist alles schon bestätigt. Ja? Das ist nicht irgendwie so, ja, sie überlegen. Nein, die stellen Menschen ohne Ende ein, die suchen Experten in dem Bereich und die treiben das Thema extrem, extrem voran. Es kommt so oder so. Und jetzt müssen wir uns halt eben die Frage stellen, ja Mensch, jetzt haben wir die Information bekommen. Wie können wir davon eben profitieren? Wie können wir von diesem ganzen Geschehen eben profitieren? Wie können wir das Ganze eben von uns nutzen? Und da kommen wir eben auch schon zu Metaverse-Projekten. Hier sehen wir zum Beispiel Decentraland, Sandbox, X-Infinity, was ein Game ist, was irgendwo bei ein paar Cent angefangen ist. Also die Early-Investoren, die hier sind, konnten teilweise aus ein paar hundert Euro zig Millionen machen. Mit ein paar hundert Investment zig Millionen Euro wirklich hier bei X-Infinity. Und das Ding ist erst, wie gesagt, vor ungefähr eineinhalb Jahren gestartet. So, ne? Engine zum Beispiel. Engine. Riesen Ökosystem. Haben wir bei uns in der Community eben auch empfohlen, aber nicht bei 1.44, sondern eben zu dem Zeitpunkt, als Engine eben noch keiner kannte. Als Engine nicht hier bei 12 Cent war, sondern das war Anfang 2020. Ich glaube, es war bei 5 Cent irgendwo. Hier. Zu diesem Zeitpunkt irgendwo so, ja, 7 Cent was. 7 Cent, da haben wir Engine empfohlen. Ich persönlich habe da $5,000 investiert. Zu diesem Zeitpunkt hier oben waren es mehrere hunderttausend. Ja? Aus $5,000, ich glaube, es waren irgendwo 450.000 in der Spitze oder so, was ich bei Engine drin hatte, aus einem Investment von $5,000. So, ich denke mal, $5,000 ist jetzt eine Summe, die irgendwo jeder von euch hier früher oder später irgendwo mal auftreiben kann. Und die Möglichkeit hat jeder von euch. Die Möglichkeit hat jeder von euch. Ich rate natürlich nicht nur 5.000 Euro Investment zu haben. Ich rate natürlich bestenfalls, sich mit vielen verschiedenen Investments aufzustellen und mal mindestens, sag mal, wenn du wirklich finanzielle Freiheit werden willst, wenn du in den nächsten 3 Jahren, bis der digitale Euro da ist, wirklich ein paar Millionen machen willst, was jeder von euch machen kann. Ich habe es mir vor 2 Jahren auch nicht vorstellen können, mehrere Millionen in diesem Markt innerhalb von 2 Jahren zu machen. Es kann jeder von euch machen. Ihr müsst euch wirklich nur investmenttechnisch aufstellen. Ihr müsst Kapital verdienen und dieses Kapital eben sinnvoll investieren. In 5, 10, 20 verschiedene Projekte, die alle enormes Potenzial haben. Expertenwissen, wie gesagt, gibt es bei uns. Und dann kannst du dich da eben perfekt aufstellen, kannst eben auch solche Profits mitnehmen. Ja? Und frühzeitig kann man natürlich auch manchmal Dinge nehmen, die können natürlich das Leben auch auf einige Art und Weisen verändern. Ich meine, ich habe zum Beispiel im März letzten Jahres Shiba Inu empfohlen. Jeder von euch hat Shiba Inu schon mal gehört. Jeder von euch hat schon mal Shiba Inu gehört. Es ist als Shitcoin. Als verdammter Shitcoin ist das Ganze angefangen. Und hier, wir sehen es jetzt hier, März 2020, das war hier. März 2021. Da habe ich das Ganze empfohlen. Und ich sage mal, hier zu diesen Höchstständen oder als hier bis runter, da habe ich alles verkauft. Ich habe auch hier $5,000 investiert. Ich habe mir davon einen Jaguar meinen Eltern gekauft. Ich habe mir einen Jeep gekauft. Ich habe mir einen Jet gekauft. Ich habe damit noch sehr viel. Also ich habe damit gute Profits gemacht. Aber hätte ich diese 5.000 von hier verkauft, hätte ich zig Millionen, wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag damit gemacht. Aber es konnte ja keiner vorhersehen, dass letztendlich da das Ding dann eben so durch die Decke geht. Aber auch da kam eben die frühzeitige Empfehlung, dass da eben Community aufgebaut wird, dass da ein Shitcoin-Projekt ist, was eben durch die Decke gehen kann. Und genau das sind eben Informationen, die dein Leben halt schlagartig verändern können. Und das sind eben die Dinge, die ich euch präsentieren will. Habe ich euch letztens auch schon in der Infogruppe gesagt. Das ist eben mein Anspruch, euch da zum Beispiel solche Airdrops zu geben, solche Early-Einstiege, dass eben auch jeder Mensch so eine mit. Aber das ist auch da. Es ist immer der falsche Weg, auf solche Sachen zu hoffen. Ja? Oh, ich hoffe jetzt mal da ein Tausender, oh, hat nicht geklappt, da jetzt wieder ein Tausender. Nein, du musst wirklich auch was dafür tun. Du musst wirklich auch Einkommen generieren. Ich kann nur jedem raten, der jetzt, ich sag mal, noch nicht irgendwie über 5.000 Euro im Monat verdient. Ja?
Bau dir Einkommensströme auf. Du hast mit der Blockchain-Technologie so viele Möglichkeiten, Einkommensströme aufzubauen. Ja? Und wenn du da mal jeden Monat 5.000, mal irgendwann mal in die Position kommst, mehr als 10.000 Euro zu verdienen, dann hast du aber eben auch zigtausende Euros, die du wirklich in Investments packen kannst. Weil klar, oh ja, ich kann das Brot, das Brötchen so ohne Dings essen. Ja, wir müssen am Wochenende auch nicht ins Restaurant gehen. Und ach ja, Urlaub können wir die nächsten 3 Jahre auch nicht machen. Man will sich ja auch nicht komplett immer einschränken. So, ja, klar, natürlich Ausgaben irgendwo unten halten. Aber jetzt komplett die Lebensqualität irgendwo beiseite lassen, nur weil das Einkommen nicht hoch genug ist und man die Ausgaben drücken will. So, ey, ich rate immer Einkommen erhöhen, Einkommen erhöhen, Einkommen erhöhen. Es gibt gute Möglichkeiten. Und da zeigen wir dem auch gerne, gerne Möglichkeiten auf. Ja. So, es geht natürlich weiter. Ja, ein bisschen was habe ich noch. Justin Bieber habe ich euch eben schon gezeigt, weil jetzt geht es eben um euch. Jetzt geht es um euch und hier seht ihr, entscheidend sind 2 Dinge. Wir befinden uns in einem digitalen Zeitalter, ja, und unser derzeitiges Geldsystem ist der größte Betrug, an dem die Menschheit immer noch festhält. Das ist einfach, ist jetzt ein hartes Wort, ist harter Ausdruck, aber es ist so. Wir befinden uns in einer absoluten Wirtschaftskrise, ja. 20% des gesamten Geldes, was jemals produziert wurde, wurde 2020 produziert. Die ganzen Jahrhunderte davor war auch schon Geld da, aber das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld da gerade im Umlauf kommt. Und diese Inflation, 5-8%, was ich am Anfang gezeigt habe, das ist ja gerade mal der Anfang. Ja? So, dann seht ihr, wie die Benzinpreise ansteigen. Ja? Na gut, ich habe heute 60 Liter in meinen Jeep getankt, habe ich 30 Euro bezahlt. Das ist 50 Cent pro Liter. Da steckt sich natürlich Deutschland auch noch einiges ein. Also hier in Bali oder in Indonesien 50 Cent der Liter. Da weiß man ja, wer sich in Deutschland richtig die Taschen voll macht, nämlich der Staat. So, so. Und dann sehen wir hier, was macht die Europäische Zentralbank los? Die Finanzkrise kam nach Deutschland und so weiter. Bail-in-Gesetz, dass Menschen enteignet werden können, dass das Geld auf dem Sparbuch nicht mehr sicher ist, auch unter 100.000. All so eine Dinge, die im Hintergrund beschlossen werden, wenn die Menschen abgelenkt sind. Das ist teilweise schon, teilweise schon kriminell. Aber, wie schon gesagt, Dinge, die wir nicht ändern können, müssen wir akzeptieren. Ja? Dinge, die wir nicht ändern können, müssen wir akzeptieren. Wir müssen einfach davon profitieren. Und genau das will ich euch eben aufzeigen. Ja? Du erfährst eben, wie du von Expertenwissen profitieren kannst, indem du einfach Dinge umsetzt, die bereits über 106 und mittlerweile über 130.000 Menschen eben schon erfolgreich umgesetzt haben. Ja? Wir haben zig Beispiele davon, die eben Leben finanziell komplett verändert haben. Und genau da kommen wir eben jetzt auch dahin, dir ein automatisiertes, passives Einkommen aufzubauen durch Investments im Kryptomarkt, in dem du Wissen hast und dass du dem ganzen Wahnsinn natürlich entgegenwirken kannst. Ja, das waren natürlich Chancen. Facebook im Jahr 2000, ja, dann oder im Jahr 2000, selbst 2010 wäre es noch gut gewesen. Google, Amazon, wären alles krasse Investments gewesen, die da auch das Ganze beschert haben. Aber ey, der Internet-Hype ist vorbei. Ja, was nun? Wir haben keine Zeitmaschine mehr, da steht schon Blockchain. Blockchain. Ich habe euch heute eh schon alles dargestellt, will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Ihr habt alle jetzt gecheckt, wie groß der Markt sein wird. Und glaubt mir, 2021, ja, 4,5 Milliarden Internet-User, ja. Und wann ist Apple gestartet mit dem iPad? Erst vor 11 Jahren. Wann ist WhatsApp gestartet? Erst 2019. Wann ist das erste iPhone gekommen? Erst 2017, ja. Wir sind am Anfang, ja. Derzeit sind noch 10.000 Programmierer, wenn nicht sogar 100.000, dabei Blockchain-Projekte zu erstellen. Es werden noch so viele geile Projekte kommen, wo ihr euer Geld verhundertfachen, vertausendfachen kommt, ja. Wir haben mittlerweile schon 15.000 Token. Als ich vor 2 Jahren gestartet bin, da hatten wir noch 5.000. Ja, allein was da in den letzten Jahren passiert ist, muss man sich ja mal vor Augen führen. So, ja? Und genau da habt ihr eben Chance, early an Projekten teilzunehmen. Ich bekomme derzeit schon sehr, sehr gute Private Deals, weil wir natürlich eine enorme Reichweite haben, wo ich euch, der Community, eben daran teilhaben lassen kann. Ja? Plus natürlich, dass wir eben die Expertise haben, dass wir die Connection, wir haben die größte Community. Allein bei mir, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wir haben in den letzten 2 Jahren 21.000 Kunden und Partner aufgebaut. Was meint ihr, was da für ein Netzwerk da ist, was ich dann täglich an Projekten zugeschickt bekomme? Ja, ich habe immer die Projekte eigentlich da, die gutes Potenzial haben und kann das natürlich auch direkt an die Community weitergeben. Ja, so, dann sehen wir das Wachstum, World Wide Web hier von 2005 auf 2019. Wie extrem das gewachsen ist. Jetzt sehen wir die Adaptionskurse von Blockchain. Wie viel Leute ein digitales Wallet erstellen, nimmt enorm an. Also die Massenadaption, dass jeder Mensch in Krypto reingeht, ist im vollen Gange. Ja, und ihr seid immer noch richtig, richtig früh jetzt gerade dran, wenn ihr die Chance eben nutzt. Ja? Und da kommen wir eben zum MarketPeak-Ökosystem. Da kommen wir eben zum Ökosystem mit einem dezentralen Wallet, wo du die komplette Kontrolle hast, kannst du dir im App Store runterladen, komplett kostenfrei, was eben ein dezentrales Wallet ist. Was heißt dezentral? Du hast die Private Keys, niemand anders hat Zugang, kein Bankberater, kein Chef, keine Frau, kein sonst was. Ja? Du hast die volle Kontrolle über dein Wallet. Du hast MarketPeak, die Education-Plattform, wo du eben genau das Wissen bekommst. Und du hast natürlich Peak DeFi, was ein komplett dezentrales Projekt ist, was eben auf der Ethereum-Blockchain oder auf der Binance Smart Chain läuft, wo wir eben zahlreiche Anwendungsbereiche haben, wie eben auch ein Launchpad,
was jetzt bald gelauncht wird, wo du eben genau so in Early-In-Projekte reingehen kannst, wo du dir eben frühzeitig Zugang sichern kannst, ja. Und jetzt gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Education ein. Das ist natürlich nicht cool, dass mich jetzt hier einer anruft. Weiß nicht mal, wer das jetzt gerade ist. So, das muss ich jetzt nochmal wegmachen hier kurz. So. Zack, da sind wir wieder. Und dann geht es wieder direkt weiter. So, also, was haben wir in der Education Hub? Wir haben über 100 Stunden Videomaterial in allen Bereichen, Blockchain, Krypto und natürlich auch Vertrieb, wie du Business aufbauen kannst in dem Bereich, wo du wirklich von A bis Z einerseits das Finanzsystem verstehen lernst, ja, andererseits natürlich auch komplett Bildung bekommst für diesen Markt und noch vieles, vieles mehr. Live-Coaching, also das ist wirklich die größte Education, aber ich kann euch gar nicht das alles nahebringen, wie viele Videos da sind. Das ist crazy. Also muss euch ehrlich sagen, die meisten machen auch gar nicht alle Videos durch, weil einfach es zu viel ist an Content. Aber wir sagen, ey, gib den Menschen lieber zu viel Content, als eben zu wenig am Ende. Und das eben alles komprimiert. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, du, pass auf, Mensch, kann ich mir eben auch bei YouTube raussuchen und so weiter und so fort. Ja, dann such mal zig Stunden. Willst du jetzt bei YouTube rein? Oh, Mensch, der ist gerade 18 geworden, hat vielleicht mal 3.000 Euro mit Bitcoin verdient, hat einen YouTube-Kanal. Oh, dann schaue ich mir jetzt mal an. Oh, der scheint Expertise zu haben. So, ja? Nichts gegen 18-Jährige. Wir haben auch 18-Jährige bei uns, die über 10.000 Euro verdienen, extrem erfolgreich sind. Aber so vom Ding her ist es halt einfach so, dass bei YouTube extrem viele Menschen da sind, die eben gar nicht wirkliche Expertise haben, die nur durch irgendwelche Kooperationen irgendwie Werbegelder kassieren müssen und da natürlich immer das empfehlen, was sie empfehlen müssen, um Geld zu verdienen. Deswegen kann ich dir sagen, hier ist eine unabhängige Education-Plattform, wo du wirkliches Expertenwissen hast von Menschen, die wirklich schon seit, ich will jetzt schon fast sagen, einem Jahrzehnt in diesem Markt drin sind und wirkliches Tiefenwissen haben. Nicht umsonst haben wir über 100.000 Member weltweit. Nicht nur deutschsprachiger Raum, vor allen Dingen auch russischsprachiger oder allgemein so der ganze Ostblock-Bereich, dann natürlich Japan, Vietnam, Indien, Südamerika, also das Ganze natürlich auch weltweit, ja. Thema Steuern hat jetzt gerade einer zum Beispiel im Chat gefragt, haben wir auch eine Akademie aufgenommen, also alles abgedeckt im Gesamtfinanz, alles ist abgedeckt, ja, plus natürlich jetzt Cointipps, weil das ist natürlich das, was die viele Leute von euch interessiert, so, ja, wir haben bei uns auch Cointipps, ihr seht jetzt zum Beispiel hier, ja, 14.000% hier, 399, ist jetzt, muss man natürlich ganz klar sagen, das ist jetzt vor dem Crash, das sieht jetzt natürlich deutlich, deutlich positiver aus, jetzt der Markt natürlich gerade in einer negativen Phase, aber ihr seht, wie viel Potenzial unsere Investment-Tipps hier dementsprechend haben, ja, und auch die noch nicht performt haben, da ist vielleicht auch manchmal so, dass sie eben noch ihre Zeit brauchen und dann eben irgendwann durch die Decke gehen, deswegen niemals im Minus verkaufen, alle Tipps, die wir geben, haben einen Anwendungsbereich, stecken extrem große CEOs hinter, die eben, ja, wirklich einen Nutzen und wirklich einen Mehrwert bringen, ja. Also, ab dem Olymp-Paket bekommst du einen Cointipp, ab dem Silber-Paket bekommst du einen weiteren Cointipp, einen Coin-Report plus eine Exit-Strategie, wie du eben auch richtig Gewinne realisierst und eben da weiter auch lukrativ für den Markt zu bleiben. Und da haben wir natürlich auch noch Mastermind-Gruppen, wo du natürlich dann ganz, ganz exklusiven Content bekommst, wie Private Deals, wie IDO-Tipps, wie Coin zum Beispiel, was ich letztens empfohlen habe, der gibt 60% passive Einnahmen im Monat aktuell und sowas erhältst du dann immer als erste Hand. Dann bist du wirklich immer bestens aufgestellt. Alle Projekte, die besten Krypto-Projekte, die am Markt kommen, kriegst du über unsere Mastermind-Gruppen dann direkt mit, ja. Und da haben wir eben verschiedene Mitgliedschaften, ganz wichtig, keine monatlichen Kosten, kein Scheiß, kein irgendwas, sondern lebenslanger Zugang, ja. Lebenslang. Eine einmalige Investition, ja, in dich selber, in dein Wissen. So, fängt beim Mindset-Package an mit $125, ja, also 100 Euro, das kann sich jeder Mensch leisten, da kann mir keiner irgendwas erzählen, da hast du schon Investment, Mindset-Weiterbildung, das Finanzsystem zu verstehen, du hast noch einen Movie mit drin und so weiter und so fort, also da alleine sind schon mindestens 50 bis 80 Videos, um wirklich dein Basic-Wissen komplett auf ein gutes Level zu bringen. Da haben wir das Krypto-Paket, $750, wo du auch noch einen Krypto-Basics, da kannst du sogar ein Zertifikat bekommen, dass du ausgebildet bist im Thema Krypto. Solltest du dich mal irgendwo bewerben und so weiter und so fort, hast du das Zertifikat, ey, pass auf, du, ich bin Krypto-Experte. Allein für dieses Zertifikat nimm dir wahrscheinlich bei irgendeiner IHK oder so die Leute schon Tausende ab oder so. Hier hast du es automatisch mit drinne, ja. Plus natürlich eben auch noch Live-Webinare und mehr Tipps. Dann hast du hier das All-In-Paket und das ist eben auch das, was ich demjenigen, ich sag mal, wenn jetzt jemand sagt, du, pass auf, ich habe jetzt so ein paar tausend Euro beiseite, was soll ich machen, um zu starten? All-In. All-In, da bekommst du alles, dass dein Kapital eben bald mindestens fünfstellig ist und dass du dir eben ein schönes Krypto-Portfolio aufbauen kannst, ja. Dann noch die Moving Coin, da haben wir eben das Advanced-Paket, wo es eben noch weitergeht, da gibt es eben noch fortgeschrittene Weiterbildung. Du kannst eben auch Trading lernen, wir haben dann den Trading-Kurs, also alles ist dabei, was man irgendwie finanziert. Ich persönlich interessiere mich jetzt nicht für Trading, aber wir haben da eben auch sehr, sehr gute Trading-Analysen, ich glaube auch über 20 Videos allein zu dem Thema, wenn man wirklich so Märkte und Analysen, Chart-Analysen verstehen will, ja.
Das kommt dann auch noch dazu. So, jetzt muss ich einfach kurz wieder Leute reinlassen. Und dann haben wir eben die Premium-Mitgliedschaften Silber, Gold und Diamond. Ja, und hier hast du, wie gesagt, den zweiten Coin-Tipp plus die Portfolio-Strategie. Ja, und du hast eben beim Gold-Package meine Mastermind-Gruppe. Aktuell noch. Muss ich euch auch ganz, ganz klar aktuell sagen, weil auch die meine Mastermind-Gruppe wert in der Zukunft höher werden. Ja? Alle, die das Goldpaket aktuell haben, alle, die noch bis zu einem gewissen Zeitpunkt aufstocken und so weiter, werden noch den Zugang behalten. Wir werden es aber bald ab einem höheren Paket machen, weil einfach der Mehrwert zu gut ist. Wir haben den Julian drin, der geile NFT-Drops gibt. Du mintest das Ding für 0,1, 0,2 Ethereum, verkaufst das Ding direkt für 2, 3 Ethereum teilweise anschließend. Wir haben jetzt, wie gesagt, Private Deals, wo du sonst an Launchpads teilweise 30, 40, 50, 100.000 Dollar hinterlegen musst, um überhaupt dabei sein zu dürfen. Kriegst du hier for free mit dabei. Du hast IDO-Tipps, du hast hohe passive eigentlich schon alles erklärt. Der Mehrwert ist teilweise, also ich sage ganz ehrlich, die Gruppe, normalerweise müssten wir die für 25.000 Dollar verkaufen, weil der Mehrwert einfach so extrem ist. Aber wie gesagt, aktuell gibt es die wirklich noch für 10.000 plus noch eine Mastermind-Gruppe der Company, wo du wirklich exklusiven Zugang hast zur Führungsebene dieser Company. Und diese Company, von der ich gerade spreche, ist nicht irgendeine Company, sondern sie ist auf Platz 357 aller Kryptowährungen, Peak DeFi, von 17.000 Kryptowährungen und hat, wie gesagt, hier über 100 Millionen Market Cap, ja, ist hier, hat auch verschiedene Audits, also wir reden hier wirklich von der Education-Plattform Nummer 1 im gesamten Blockchain-Markt, ja. Vielen Dank, dass meine Freundin mir gerade Licht angemacht hat hier, jetzt sieht das auch ein bisschen besser aus. Super. Ja, das eben dazu, wie kann man die erwerben? Du kannst es natürlich mit Peak-Token kaufen, ja, du kannst dir dementsprechend jetzt hier den Peak-DeFi-Token kaufen, siehst du hier auf verschiedenen Exchanges gelistet das Ganze und dann kriegst du sogar noch 5% Rabatt. Dann kriegst du noch mal 5% günstiger oder du kannst auch ganz normal mit Bitcoin bezahlen. Das Schöne, ja, und das ist so ein schönes Add-on, ja, das ist noch so ein kleiner Bonus für euch, ja, dass ihr eben auch sogar noch ein Cashback bekommt. Ihr bekommt sogar noch Geld zurück, ja. Wie Geld zurück? Was heißt das? Hä? Ich dachte, ich mache ein Investment. Ja, du machst ein Investment und du bekommst tatsächlich sogar noch diesen Token im Minting-Prozess über 12 Monate generiert. Ja, als Beispiel, du kaufst das 10.000 Dollar Package, ja, dann kriegst du 7% auf den Wert, also 10.000 Dollar muss man jetzt im Peak-Token umrechnen und darauf kriegst du jeden Monat 7% zurück, sodass du quasi 84%, ja, deines Investments sogar zurückbekommst in 12 Monaten, ja. Sprich, im Endeffekt gibst du keine 10.000 Dollar aus, sondern eigentlich nur 1.600. Wenn der Peak DeFi Coin sich dann sogar noch oben bewegt, hast du sogar for free oder machst sogar plus. Das ist sowieso komplett crazy so. Ja? Also das auch nochmal so nebenbei, was man dann noch so als Background bekommt. So, ja? Das ist die Peak DeFi Wallet, von der ich euch erzählt habe. Alles dezentral. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben jetzt schon eine Stunde Webinar. Wir sind immer noch 450 Teilnehmer. Richtig, richtig, richtig stark. Das war die Präsentation für heute. Ja, das war die Präsentation für heute. Ihr habt alle Informationen bekommen. Meldet euch bei der Person, die euch eingeladen hat zu diesem Webinar und geht eben ins Gespräch. Was hat euch gut gefallen? Was hat euch nicht gut gefallen? Ja, Kritik kann ich auch gut gebrauchen. Zum Beispiel Kevin, du hast 1000 Mal dementsprechend gesagt. Kevin, du hast so schnell gesprochen. Kevin, du siehst, was weiß ich, deine Haare gefallen mir heute nicht. Oder was auch immer, ja. Lasst es gerne los. Ich habe auch kein Problem mit Kritik, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, ja? Also wie gesagt, das offizielle Webinar ist beendet. Ich werde jetzt mir noch eine Viertelstunde Zeit nehmen, auf eure Fragen eingehen. Ja, genau. Kevin, du sprichst zu schnell. Ich wusste es, ich spreche immer zu schnell. Ich arbeite seit 2 Jahren dran. Aber ich werde irgendwann zu dem Punkt kommen, dass ich auch mal ruhiger spreche. Ihr merkt, ich habe Energie, ich habe da Bock drauf, mir macht das Ganze Spaß. Dementsprechend, ja. Also ihr könnt gerne Fragen stellen. Habt ihr noch Fragen, haut sie gerne raus. Ich werde die Aufzeichnung an der Stelle beenden. Und dann können wir gerne auf Fragen eingehen.